Jago, Glückwunsch zum Sieg. Verdient? Ja, erstmal danke. Ja, ich denke mal, wenn man die 90 Minuten betrachtet, denke ich mal, schon verdient, weil wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, bessere Möglichkeiten gehabt, die Tore schön rausgespielt, sind hinten sehr stabil geblieben und deswegen ein gutes Auswärtsspiel von uns und ein verdienter Sieg. Ihr spielt ja eine ziemlich erfolgreiche Runde bisher. Ist eine gewisse Euphorie da, wie ich in der PK mitbekommen habe. Ja, kannst du dazu mehr sagen? Ja, bis jetzt machen wir das auch relativ gut. Ich denke mal, ob es jetzt nur an Euphorie liegt, das würde ich jetzt nicht mehr sagen, weil es ist mittlerweile auch 10. Spieltag. Wir zeigen Woche für Woche gute Leistungen. Die Mannschaft ist sehr gut im Takt. Wir machen das momentan gut, passt sehr viel zusammen. Ich denke mal, wir spielen guten Fußball. Ja, wir sind sehr, sehr zufrieden mit dieser Ausbeute, aber wie schon gesagt, bei uns gibt es keinen Grund, irgendwie nach oben zu schieben. Wir versuchen so viele Punkte wie möglich und momentan ist es so, es ist alles machbar momentan, aber wie schon gesagt, wir bleiben auf dem Boden, wir sind froh und vor allen Dingen, wie die Mannschaft auftritt, ist sehr, sehr, sehr gut und von dem her bin ich einfach glücklich und stolz auf die Mannschaft, ja. Für einen Aufsteiger ist dieser Erfolg bisher überraschend und das ist die erste Frage und die zweite, was ist das Erfolgsgeheimnis? Ja, ich denke mal, das hat jetzt keiner erwartet, dass wir nach dem 10. Spieltag da oben stehen. Sicherlich wussten wir, dass wir gute Qualität haben, aber wenn ich ehrlich bin, das habe ich auch nicht enträumen können, wirklich, aber wir machen das momentan gut. Erfolgsrezept, denke ich mal, gibt es jetzt keinen großen. Es ist nur Fakt, wir haben die Mannschaft nicht viel verändern müssen. Durch diesen Aufstieg, denke ich mal, war sicherlich sehr viel Euphorie. Wir waren sehr erfolgreich in der Verbandsliga und wir haben auch unser Stil nicht geändert. Und ich glaube, das war das Entscheidende und das hat alles sehr gut gepasst. Und wichtig natürlich war auch der Saisonstart. Sicherlich hat uns das auch ein bisschen Rückenwind gegeben und deswegen, denke ich mal, auch die Ergebnisse. Und ein Rezept gibt es wirklich dafür keinen. Jago, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Alles klar, vielen Dank.